In diesem Video erstellen wir gemeinsam ein Live-USB-Stick mit einem Linux-System darauf. Um das tun zu können, benötigen wir einmal Rufus und ein Linux-Image, welches wir auf unserem Stick installieren möchten. Zuallererst starten wir Rufus. Rufus erkennt automatisch alle USB-Sticks, die in unserem PC eingesteckt sind, und wir sollten dabei darauf achten, dass wir auch den richtigen ausgewählt haben. Als nächstes suchen wir einmal das Linux-Image aus, welches auf den Stick installiert wird. Nachdem wir das getan haben, könnten wir noch den Namen des USB-Sticks anpassen oder wir könnten das Partitionsschema verändern, aber da MBR bei den meisten Computern funktionieren sollte, bleiben wir erstmal bei diesem. Nun können wir auf Starten drücken und das Erstellen des USB-Sticks wäre fürs Erste fertig. Als nächstes müssen wir einfach nur den Computer neu starten und währenddessen den Stick drin stecken lassen. Dann müssen wir noch eine Taste drücken, um das Bootmenü zu gelangen. Diese Taste ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich und muss an dieser Stelle selbst recherchiert werden. Wenn wir dann im Bootmenü angekommen sind, müsste der Stick, den wir erstellt haben, als Auswahlmöglichkeit da sein und den suchen wir dann auch aus. Wenn alles richtig funktioniert hat, sollten wir an folgendem Bildschirm herauskommen. Zuallererst wollen wir hier einmal E zum Editieren drücken. Dort in der dritten Zeile verändern wir den Group-Eintrag. Wir möchten einmal ein Tool-RAM hinzufügen, damit das Betriebssystem in den Arbeitsspeicher geladen wird. Dann zum Bestätigen drücken wir einmal F10. Und nun müssen wir ein bisschen warten, bis der Arbeitsspeicher gefüllt ist. Nachdem das Betriebssystem in den Arbeitsspeicher geladen wurde, solltet ihr entweder auf dem Desktop oder auf der ersten Seite der Installation rauskommen. Um Ubuntu jetzt zu installieren, klicken wir einfach auf Install Ubuntu. Auf der ersten Seite suchen wir unsere Sprache aus. Hier sollten wir noch anklicken, dass wir alle Aktualisierungen sofort mit herunterladen möchten. Einfach das oben angekreuzt lassen und auf Jetzt installieren drücken. Ubuntu findet dann noch automatisch die Zeitzone, in der man sich befindet. Hier kann man dann noch das Tastaturlayout aussuchen. Nun muss man nur noch seinen Namen eingeben und ein dazugehöriges Passwort. Nachdem die Installation abgeschlossen wurde, müssen wir nur noch auf Jetzt neu starten drücken und haben ein funktionierendes Ubuntu aufgesetzt.